Hallo Leute, ja, ich habe weiterlaufen lassen. Wir sind definitiv unterwegs, dass wir Änderungen haben und die werden wir jetzt nach dem Logo gleich in Angriff nehmen. Drei Städte habe ich gesehen, hat auf jeden Fall ein Häuschen mehr, vielleicht in der Zwischenzeit schon das vierte, weiß ich nicht. Und dann schauen wir uns nochmal was anderes an, was da auch was sich getan hat. Dann würde ich sagen, nach dem Logo auf dem Großbildschirm. So. Also in Königsbrunn starten wir jetzt hier, also kurz mal hier die Zahlen, ne? 395, fast 400, was mich ein bisschen irritiert, ist leider das letzte Städtchen. Hier ist sogar ein Rückgang. Und das ist, seitdem wir, glaube ich, den Bahnhof geändert haben, ne? Kann das sein? Kommt mir auf jeden Fall so vor, dass es jetzt hier weniger ist. Aber naja, hier sind noch ein paar Häuschen, so ist nicht. Also ja, ist nur diese minus 17, das ist ja schon krass, ne? Gut, wir machen aber von oben nach unten jetzt mal Königsbrunn. Da ist nichts passiert. Und dann gehen wir nach Zweibrücken. In Zweibrücken ist auch nichts passiert. Also wir müssen nichts neu abdecken, sagen wir es mal so. Vielleicht ist ja ein Häuschen zugekommen, kann sein, aber ich glaube auch nicht unbedingt. In Köln sieht es auch noch gleich aus, aber hier ist bestimmt ein Häuschen zugekommen. Und dann sind wir in Lüneburg. Da hat sich die Straße hier ein bisschen verändert, aber Häuser sind noch alle abgedeckt. In Bad Mergentheim haben wir hier nichts geändert. Sieht auch ziemlich klein noch aus, glaube. In Willich ist nichts geändert. Da hatten wir auch, glaube ich, als letztes Jahr schon ausgebaut was. Dann in Ettlingen. In Ettlingen ist auch nichts anders. Jena. Jena ist auch nichts anders. Dann Neubrandenburg. Da haben wir hier definitiv ein Häuschen, was nicht abgedeckt ist. Da kümmern wir uns auf jeden Fall jetzt drum. Ich weiß gar nicht, ob dieses hier nicht auch neu ist in der Zwischenzeit, aber das kriegen wir auch hin, wenn. So, dann lass uns mal straßentechnisch hier was aufbauen. 1, 2, 1, 2. Das heißt, hier muss eine Bushaltestelle hin. Und zwar diese hier. Und dann wird das Haus auch abgedeckt. Sehr gut. Und dann müssen wir noch die Linie ändern. Mach das mal wieder zu. Gehen wir auf die Lupe. Kriegen wir die Kutsche hier? Ja, kriegen wir. Dann haben wir den Stadtbus Brandenburg. Fahrplan, den müssen wir nur dann ändern. Mach mal die Kutsche jetzt wieder zu. Fahrplan ist dann hinzufügen, passt. Neubronn ans Eisler, dann wieder ans Rathaus und dann hierhin. Dann passt das auch, haben wir das auch erledigt. Also Neubrandenburg wächst, der Hauptknotenpunkt, ne, glaube, oder nee, nicht ganz Hauptknotenpunkt, das wäre Gütersloh, aber das wächst auch ganz schlecht. So, Neubrandenburg ist da. Genau, dann gehen wir nach Bad Zwischenahn. Da ist nichts neu. Bayreuth. Ich glaube, Bayreuth hat ein Häuschen dazugekriegt. Das hier unten meine ich, aber noch abgedeckt. Achim ist leicht geblieben, aber ich glaube, da ist auch bestimmt ein Häuschen mehr geworden. Das sieht so dichter besiedelt aus. Achim, dann sind wir bei Bünde. Bünde hat hier oben ein Häuschen neu. Das heißt, wir müssen hier die Straße weiterbauen. Nee, auch noch auf Straße klicken, ne? Und dann da die Bushaltestelle hin platzieren. Da ist sie. Da und deckt das dann auch ab. Der Rest ist abgedeckt. Dann schließen wir das und gucken, wo die Kutsche ist. Da ist sie. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Dann hier rein. Den runtergeschoben auf dem Fahrplan. Kutsche kann zu, dieses Fenster kann zu. Wir sind auf der Rathausgeschichte unterwegs, müssen dann auch wieder Rathaus anklicken. Und dann kommt die, wie heißt die? Kursdorfer Weg kommt dazu, die Bushaltestelle. Gut, haben wir das auch in Bünde. Dann sind wir in Gütersloh unterwegs. Gütersloh hat nichts getan, glaube ich. Das sieht alles gleich aus, meine ich. Obwohl, dieses könnte vielleicht neu sein. Gütersloh, dann sind wir in Wennenden. Da ist Ende. Und könnte sein, dass dieses Häuschen mehr ist, weiß ich aber nicht. Dann Willensdorf. Die sind auch weiter unterwegs, aber sieht nicht jetzt aus, dass sich da was getan hat. Aber in Schwandorf gibt es hier unten dieses Haus, was neu ist. Das heißt, wir müssen da auch eine Straße bauen. Also da ist die Bushaltestelle. Das heißt, wir müssen hier ein Feld rüber und dann die Haltestelle dorthin machen. Sonst ist alles abgedeckt, ja. Sehr gut. Und dann müssen wir die Kutsche haben. Warte mal, das kann schon mal zu.
Kutschen sind hier oben zweier und der Fahrplan da. Einmal Fahrplan da, dann das. Rathaus müssen wir als erstes machen. Ist das hier Rathaus? Ja. Und danach müssen wir die neue Haltestelle hier unten machen. Passt. So, alles was jetzt kommt, wäre Bonus, weil mehr hatte ich noch nicht gesehen. Hier ist nichts mehr. Und in Erlangen ist auch nichts mehr. Und dann haben wir noch Friedrichsdorf mit dem minus 17, da wird nichts mehr sein. Und wir hatten das, glaube ich, auch schon am Anfang angeguckt. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, den ich noch rausgefunden hatte in der Zeit. Gehen wir mal auf der Karte, gehen wir mal dahin. Und dann sehen wir hier wunderbar, oder sehen wir natürlich hier so gerade schlecht, aber es sind neue Anhänger da. Was ist das denn hier? Da sieht ja gar nichts angezeigt. Ein Sack Post, das ist ein Postanhänger. Okay, und hier sehen wir den zweiten Zug, der jetzt nicht mehr 40 km/h fährt, sondern 50 km/h fährt. Das bedeutet, wir sollten schauen, dass wir austauschen, weil der fährt ja doch ein Stück schneller. Ne? Das macht dann wieder mehr Sinn. Gut, würde ich jetzt dann langsam anfangen. Der Adler ist out. Dann kommt die Saxonia als nächstes und dann geht es jetzt auch langsam mit Fahrzeugen, glaube ich, voran. Die nächsten Schritte sind dann, glaube ich, auch kürzer. Das war jetzt schon der längste Schritt für ein neues Fahrzeug. Was wir einmal machen können, hier oben war noch Dingens. Ein Fahrzeugdepot, aber hier hat sich nichts geändert. Da gibt es keine schnelleren Pferde. Die sind noch gleich geblieben. Kutschen auch nicht, ne? Oder? Ne, das war die Postkutsche, ne? Ja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das zu. Und schauen, dass wir dort... Ja, ich denke mal, mit Fahrzeuglinien sollte man da schauen, wo die am besten ausgelastet sind, ne? Kriegt man die Auslastung hier irgendwo angezeigt? Wahrscheinlich nicht hier, sondern hier. Und Einstellungen, nee. Fahrzeugliste. Machen wir mal die mit den meisten Gewinnen erst, oder? Bezeichnung nicht, sondern Gewinnen. Und den aufsteigend. So, boah, der Adler hier hat 241.000 Festlandseequerung ist das. Sehr krass. Ah, das ist dieser Zug, der doch tatsächlich dann am meisten, ja, so eine lange Strecke, da lohnt sich dann wirklich den Zug auszutauschen, ne? Das Depot ist hier unten, ne? Ja. Das bedeutet, wir fangen mit der Lok an und gehen dann auf Passagiere, beziehungsweise auf Anhänger. Oh, da sind jetzt aber, warte mal, das ist jetzt... Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Wie viel gehen denn hier rein? 24, 20, 18. Und hier gehen 24, 26, aber gehen auch mehr rein, ne? Was ist das hier? Ein Postwagen, ne? Ja, okay, den nehmen wir jetzt nicht mit. Weil Post haben wir ja noch nicht, ne? Könnte man natürlich auch dran hängen, aber... Ja, schreibt das mal in die Kommentare, ob wir Post auch machen sollen oder nicht. Dann hängen wir das später nochmal dran. Denke ich. So, Fahrplan ist RZ Festland. Ja, kann ja eigentlich nur einer sein hier, ne? Festland Seequerung. Starten. Ja. Und diesen hier müssten wir jetzt eigentlich sagen. Nee, Fahrzeugdetails. Ausmustern. Weil, wenn voll, dann. Oh, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Nee, er ist zum Glück noch nicht rausgefahren. Dann passt es ja noch, ne? Der fährt jetzt dahin, entlädt und ist dann weg und dann kann der andere fahren, oder? Ist das so? Ich glaube schon, ne? So. Der müsste jetzt weg sein. Und er wartet auf freie Strecke. Weg ist er. Und er kann jetzt losfahren. Jetzt müssen wir gerade nur gucken, er fährt auch den richtigen Weg, passt. So, das heißt, die Millionentruppe ist jetzt hier erledigt. Warte mal, den lassen wir mal gucken. Ja, er hat auch gleich ein paar Fahrgäste. 20 geht schon. Gut, nächster. Dann können wir den hier auch erstmal zumachen. Nächster Zug wäre dann der mit den meisten Kohle-Einnahmen, nicht Kohle. Ja, Kohle ist es auch, die er hat. Ne? Ist dann Gütersloh, Neubrandenburg, Köln. Okay, das sind aber mehrere auf der Linie, ne? Dann lass uns mal gerade die Linie Fahrzeugliste angucken. Da sind vier Fahrzeuge.
100.000, 200.000, 80.000, 83.000. Sollte man eigentlich alle komplett einmal austauschen dann, ne? Vier Stück an der Zahl. So, das heißt, lass mal hier hingehen. Den machen wir mal da hin. Das Lokschuppen, der ist hier unten. Und dann ist das der, der, der und der. Und das kopieren wir jetzt noch. Einmal haben wir, zweimal haben wir, dreimal haben wir, viermal haben wir. Ah, oh, shit, jetzt habe ich wieder nicht kopiert. Hier, Gütersloh, Brandenburg, Köln wäre es gewesen. Das hätte ich natürlich vorher machen müssen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Start. Jetzt muss ich nämlich bei jedem das hier nochmal eingeben. Okay, es ist vorgeschlagen wenigstens. Und ah, noch keine Linie. Ja, muss ich erst da oben reinmachen, ne? Start. Dann haben wir das geschafft. Jetzt gehen wir nochmal auf die Linie und gehen hier in diese Züge rein und sagen hier bei Fahrzeugdetails ausmustern. Der kommt dahin, hat leider wohl noch geladen oder was? Ja, und da hat nur 11 Fahrgäste, wer weiß, wo die hinkommen, ne? Fahrzeugdetails ausmustern. Kommt daneben. Dritter. Fahrzeugdetails ausmustern. Kommt daneben. Da müssen wir schon so ein bisschen überlappen. Und der vierte. Fahrzeugdetails ausmustern. Kommt dann da auch noch hin. So, die vier sind unterwegs, aber dafür sind auch schon vier neue unterwegs. Fährt da schon einer? Ja, es fährt schon einer. Gut, das heißt, hier hinten können wir die Linie schließen. Und er fährt jetzt hier lang. Und die fahren jetzt nicht mehr irgendwo lang. Kann ich das irgendwie anders gestalten, dass ich hier die Fahrgäste sehe? Ja. 11. Warte mal, hier müssen wir auf den Sprung gehen. Auf den Reiter. 13. Ja, beim letzten sehe ich es dann tatsächlich nicht. Naja, das wird sich dann schon ergeben. Der letzte hat auch nur noch zwei. Beim nächsten Halt sind sie alle raus, wa? Warum steht er? Ach so, er wartet auf freie Strecke. Okay, passt schon. Und jetzt fährt er wohin? Nach Neubrandenburg-Rathaus. Und da kommt er gerade weg. Der nächste steht schon hier. Okay, das entzerrt sich dann mit der Zeit hoffentlich. Wo ist er jetzt unterwegs? Aha, nicht laden. Er fährt nach Gütersloh, oder? Ja, wird wohl so sein. Gut. Was macht unser Geld? Okay, wir haben natürlich jetzt richtig viel Geld ausgegeben mit den 1 Million da. Da sind natürlich die neuen Züge, die wir da geholt haben. Können ja gerade mal in die Liste gucken. Unsere Marge ist 6,22 monatliche Marge. Sah gut aus, ne? Hier alles im Plusbereich und im guten Plusbereich auch. So, keine Ahnung, 8% oder was. Kann ich hier irgendwo, da habe ich 11% sogar. 12%. 12, hier war es mal weniger, hier war es mal schlecht, vielleicht sogar im Minus leicht, aber egal, weil der große Durchschnitt geht mehr nach oben wie nach unten. Passt also. Betriebsgewinn, ja, Gesamtvermögen sind fast 3 Millionen. Passt also. Um Geld brauchen wir uns keine Sorgen machen momentan. Läuft. So, 1, 2, 3. Ich glaube, hier unten fehlt jetzt einer, oder? Kann das sein? Ne, den habe ich schon rübergeholt. Es waren noch vier. Das heißt, er wartet irgendwo, dass er weiterfahren kann, ne? Ist aber auch noch nicht am Ende. Da sind 11, 13, 24 und der Neue hat schon tatsächlich 7 Passagiere drin. Fährt aber noch Minus. Gut, das bedeutet, wir lassen mal gerade noch mal ein Stück schneller laufen. Bis die dann mal alle weg sind. Einer ist jetzt gerade rausgesprungen, er hat noch seine 7. Wir könnten natürlich auch mal gerade in die Liste noch mal hier reinschauen. Ja, der erste und die anderen, okay, der steht allerdings hier noch. Wartet noch auf freie Strecke. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht, weil der andere ist schon durch, oder? Nee, da ist auch ein neuer, oder? Ja, nee. Aber der ist schon auf dem Rückweg von Köln, ne? Okay.
Ah, passt schon, wird schon werden. Der nächste ist weg. Jetzt haben wir nur noch hier drei Passagiere drin. Okay, der hat noch ein bisschen weiter bis zum Ziel. Der hat noch 11 drin. Das sieht aber alles ganz gut aus. Und wenn wir die verkaufen, also wenn die hier ausgemustert werden, dann gibt es auch Geld dafür, oder? Sehe ich das falsch? Wo steht er jetzt? Er fährt nach Gütersloh, naja. Und mal gerade schneller. Wo ist er jetzt? Kurz vor Gütersloh. Ja, noch ein bisschen hat er. Ah, da war ich jetzt ängstlich, ne? So, jetzt haben wir hier 809.000. Und er kommt da jetzt gleich an. Ich hoffe dann, dass wir dann auch definitiv Geld für die Lok kriegen und für die Anhänger, ne? Wenigstens Schrottpreis. 806.000 ist gerade kein Monatsende, dass der da deswegen umschaltet hier. Ja, ich glaube, da haben wir noch 100.000 für gekriegt. Und dann nochmal 100.000. Na, ist das ja auch geklärt. Jetzt haben wir vier drauf, die dann noch wieder weiterfahren. Passt. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen weitere Austauscharbeiten in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.